Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren GTA-Video und heute wollen wir was richtig Geiles machen und zwar haben wir das Format nie selber so gemacht. Wir machen Hide and Seek in GTA, aber mit einer besonderen Regelung und ich zeige euch die mal. Guckt euch das mal an. Hoogie Woogie ist einfach am Start. Lass uns mal kurz zu Hoogie Woogie gehen. Hallo Hoogie Woogie, bist du da? Rede mit mir. Ja, hallo, ich bin's, Hoogie Woogie. Und Sue, ich glaube an dich. Ich bin für dein Team. Du musst heute auf jeden Fall uns retten und zum Sieg führen, ja? Wie, ich soll euch retten? Ich gehe mal kurz zu dem hier. Hallo? Ey, geh weg. Ich bin für Team Russik. Team Russik wird mich zum Sieg führen. Okay, Russik. Ach so, ja. Heute Russik auch am Start. Ja, habe ich keinen vorgestellt. Hast du mit meinem Hoogie Woogie geredet oder was? Ja, ich habe mit ihm geredet, Bro. Was ist das denn heute? Was machen wir da genau? Hä, wir verstecken Autos und suchen sie dann. Ach, ich soll die Autos für ihn verstecken und du darfst sie natürlich dann suchen und andersrum. Okay, Leute, ich erkläre euch jetzt mal genau, wie das hier richtig funktioniert. Und zwar müssen wir hier diese drei Autos, die wir sehen, von Hoogie Woogie verstecken und Russik muss sie dann letztendlich finden und andersrum. Ich muss dann seine finden und das machen wir anhand von Screenshots, aber ich muss da gar nicht großartig viel erklären. Das werdet ihr mitbekommen, Leute. Also lasst auf jeden Fall schon mal 5000 Likes da und jetzt ganz viel Spaß mit dem Hoogie Woogie Hide and Seek. Let's! Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wir verstecken erstmal das BMW Hoogie Woogie Auto und Russik. Hey, ich wünsche dir viel Glück. Ich hau jetzt ab zu meiner Position. Ich mach erstmal Radio aus und tschüss. Okay, Leute, die Frage ist, wohin gehe ich? Ich weiß ja selber nicht. Ihr wisst, das ein oder andere Versteck könnte richtig geil sein, aber wir haben auch nicht so viel Zeit. Ich glaube, wir haben genau 3 Minuten. Oh mein Gott, ich crashe gleich irgendwo gegen. Russik, hast du schon eine Idee, wo du dein Auto eventuell verstecken wirst? Ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin, mein Freundchen. Also weißt du schon genau, wo du das machen wirst? Also ich weiß die Location ungefähr. Wir müssen ja ein Location-Foto machen, so sind die Regeln. Und dort anhand der Location im Radius ein bisschen verstecken, oder nicht? Das ist das Ding, genau so wird das nämlich sein. Das heißt, innerhalb von 3 Minuten, Leute, der Timer läuft auch. Ich würde mal sagen, wir haben ja nicht so viel Zeit, deshalb muss ich mich jetzt schnell beeilen und Gas geben. Das Problem ist diese Stelle, ey, was ist das für eine Stelle hier mit Hoogie Woogie? Egal, Freunde, wir geben hier komplett Gas. Ich mache hier Action-Rambazam und crash dann einfach irgendwo gegen. Also nicht hier gegen Baum, sondern ich meine halt durch den Flug crashen wir irgendwo und hoffen, dass wir irgendwo geil rauskommen, weil ich werde das spontan machen. Alter, ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig geile Idee, Russik. Ja, was denn? Und ich sag dir, mein Hoogie Woogie wird mich zum Sieg führen. Aua, erstmal kurz das Auto umdrehen. So, Auto schnell umgedreht und weiter geht's. Was wolltest du gerade sagen? Nichts, Alter. Du musst jetzt ganz schnell zu deiner Location. Ich habe schon jetzt meine Location erreicht und ein Foto davon gemacht. Jetzt suche ich mir die Versteckte aus. Ach, jetzt schon? Stell dir mal vor, wir sind beide relativ nah. Oh mein Gott, ich bin durch Zufall irgendwo gelandet, wo es wirklich geil sein könnte. Was ist das überhaupt für ein Auto? Man kann damit gar nicht richtig lenken. Keine Ahnung, was du da machst. Also bei mir läuft's gut. Okay, das könnte hier interessant sein. Oh, ich habe eine Idee, Leute. Das wird richtig fies. Und zwar, man könnte quasi denken, es gibt ja richtig viele dieser Stellen in GTA. Und ich glaube, wir machen es erstmal richtig simpel. Wir würden dieses Auto hier erstmal lassen. Ich glaube, Hoogie Woogie ist stolz auf mich, Leute. Jetzt müssen wir kurz ein Foto machen. Wir gehen doch ein bisschen näher ran, damit es vielleicht nicht zu einfach ist. So machen wir das Foto, Freunde. Abfahrt. Ja, du hast schon dein Location-Foto? Ja, ich habe sogar mein Foto, Bro. Ich habe auch mein erstes Auto schon fotografiert. Ich mache mich gerade auf den Weg zum zweiten Fahrzeug. Okay, dann mach das mal. So, Leute, das Foto vom ersten wurde gemacht. Ich blende euch das mal hier ein. Und jetzt müssen wir eventuell noch einen Screenshot machen von der Umgebung. Und ich denke mal, das ist vielleicht zu einfach. Wenn wir jetzt davon ein Foto machen, dann wüsste Russik wahrscheinlich safe, wo das alles ist. Deshalb, wie machen wir mal. Ist doch auch richtig. Du musst irgendeine Sehenswürdigkeit von da fotografieren oder so. Also ich soll das schon so machen, oder was? Ja klar, irgendwas, was diesen Ort symbolisiert. Ja, okay, ich glaube, so ist das in Ordnung, Freunde. Würdet ihr, schreibt mal unten in die Kommentare, würdet ihr das herausfinden? Ich mache kurz das Screenshot ready für Russik über Photoshop. Bam. So, das heißt jetzt, wir müssen den ganzen Weg zurück zu Hoogie Woogie. Hoogie Woogie, warte auf mich. Ich bin gleich bei ID und verstecke die anderen Autos. Let's go. Freunde, wir sind wieder angekommen. Hoogie Woogie, bist du stolz auf mich? Naja, ich sag mal so. Ich glaube, Russak wird unsere Autos finden. Frag mal den anderen Hoogie Woogie, ob er das besser hält. Was soll er besser halten? Ich glaube, meinem Hoogie Woogie geht's gar nicht gut. Ey, Hoogie Woogie, von Russik, rede mit mir. Nein, zieh Leine, ich will nicht mit dir reden. Geh weg. Oh mein Gott, der ist ja richtig scheiße. Und Leute, wir müssen uns beeilen. Russik hat schon das zweite Auto versteckt. Wir kriegen jetzt wieder 3 Minuten Zeit. Ich sag euch mal ehrlich, ich muss mich beeilen und schnell zu dieser einen Stelle wieder fahren. Freunde, wir sehen uns gleich. Let's go. Okay, Freunde, wir sind mittlerweile wieder an dieser einen Stelle angekommen. Und ich sag euch, boah, guckt euch mal dieses Auto an. Ist das so ein halb Lego, halb Boost-Auto von Hoogie Woogie oder was?
ganz kranke Nummer, Freunde. Und ich sag euch, ich darf Hoogie Woogie nicht enttäuschen. Ihr habt gerade mitbekommen, der Arme, der glaubt so sehr an mich. Warum ist der aber von Rustik so böse zu mir? Der ist ja richtig gierig nach dem Sieg. Und ich sag euch, vielleicht verstecken wir das zweite Auto hier irgendwo. Irgendeine geile Stelle muss es doch hier geben, wo wir das Auto eventuell verstecken können. Hier vielleicht so richtig schäbig in die Ecke. Boah, das ist doch geil, Leute. Ich glaube nicht, dass Rustik eine Chance hat. Ja komm, oh mein Gott, wir können die Dinger ja sogar bewegen. Alter, kann ich vielleicht da drunter? Ist gerade schwierig, damit zu lenken. Ja, so in etwa vielleicht? Ist in Ordnung, ich bin zufrieden. Weil wenn er von der anderen Seite kommt, klar von der anderen, obwohl auch von der Seite ist das halt geil, diese Säule verdeckt alles. Wir müssen einfach Glück haben, dass er einfach rüber geht. Und wer ist denn das? Der Kollege soll mal hier weggehen, das ist mein Versteck. Geh mal weg, Junge! Du Ehrenloser. Kurz ein Foto für Rustik machen. Hey Bro, ich will mit dem Rocket Auto so... Ja, ich sag mal, ich habe durch das Rocket Auto... Wir dürfen ja nur das Auto da verstecken, wo es hinkommt, ne? Aber durch den Rocket Boost bin ich echt... Ja, wie soll ich sagen, undercover gegangen. Ehrlich? Okay. Ja, klar. Ich habe den Boost gar nicht angewendet, Bro, weil ich habe versucht... Ich sagte ehrlich, ich habe mit dem Auto einige Sachen kaputt gemacht, sodass ich unter gewissen... Ja, ich will das Wort eventuell nicht verraten, dass ich da... Warte, Photoshop hat geklärt. Foto gemacht, Freunde. Zack. Okay. Ey, ich werde attackiert. Ich habe keine Waffen, Leute. Ich muss die schnell weg. Ich hoffe, die werden das Auto... Ey, wenn nicht mal die die Autos finden, dann bin ich wirklich gut am Verstecken gewesen. Ich bin jetzt schon bei meinem letzten Motorrad. Und das wird ja noch schwerer, weil es ein Motorrad ist. Oh, das ist gar nicht gut. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, ich beeile mich und gehe direkt zurück. Kann mich irgendjemand hier mitnehmen? Hallo, ihr vielleicht? Ey, bleib stehen. Nope. Nein. Lass mich doch rein. Aua. So, Leute, ich bin wieder da. Hoogie Woogie. Nur noch ein Motorrad von dir. Ist das richtig? Ja, Stu, du musst noch ein Motorrad verstecken. Dann wird alles gut. Ein Motorrad und ich hoffe, wir werden das gewinnen. Okay, wir werden das gewinnen, Leute. Ich hoffe es. Du kriegst erstmal Mittelfinger von mir. Die Leine, habe ich gesagt. Rustik wird das gewinnen. Als ob ihr das gewinnen werdet. Niemals. Ihr Freunde. Schnell hier hochfahren und danach... Damit kann man geil lenken. Nicht mit dem BMW oder mit dem anderen. Damit kann man ja richtig geil lenken. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Das Motorrad ist halt klein und wendig. Vielleicht schaffen wir auch, das Motorrad irgendwo zu verstecken, wo wir richtig easy hinfliegen können, gefühlt. Mit einer Rampe oder so. Rustik, hast du das Motorrad schon versteckt? Ich hab's gehört. Ja, ich hab mein Motorrad versteckt. Ja, mir ist klar, dass du das hören kannst. Du solltest das auch vielleicht hören. Vielleicht mache ich umgekehrte Psychologie. Schon mal daran gedacht? Ja, ja, ja. Okay. Aua. Ach, Leute, wir sehen uns gleich. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da ankomme. Okay, Freunde, wir sind bei dem Gebiet angekommen, worüber Rustik auch schon das Foto... Obwohl, das Foto hat er noch nicht bekommen. Das schicken wir ihm gleich, weil er muss dann zeitgleich mir auch die Fotos schicken. Denk nach, Stu. Können wir... Ich habe eine geile Idee, Leute. Ich habe eine richtig geile Idee. Vielleicht können wir mit dem Auto... Oh, okay, man kann ganz leicht jumpen mit dem Auto. Warum sage ich Auto? Das ist ein Motorrad. Und Rustik korrigiert mich nicht mal. Wie sieht's bei dir aus? Hast du schon alles versteckt? Ich bin schon fertig, ja. Ich lade gerade schon meine Fotos hoch auf die Drive, weißt du, damit ich die gleich rübersenden kann über GTA. Ach so, so einer bist du. Okay, Leute, ich glaube, wenn ich wirklich das Motorrad hier verstecke, das wäre wirklich viel zu einfach. Weil er wird ja logischerweise genau die Stelle dann abchecken. Und deshalb müssen wir hier mal vielleicht ein bisschen die Gegend ab... Okay, okay. Oh mein Gott. Das ist schon mehr als ausreichend. Das ist schon mehr als ausreichend. Das ist OP, Leute. Das ist wirklich OP. Das ist anders OP. Kurz noch ein Foto machen, Leute. Bam. Wo bist du? Zack. Okay, genau so machen wir das Foto. Foto machen, Photoshop einfügen. Und Rustik, ich würde mal sagen, treffen wir uns bei Hoogie Woogie. Ja. Okay, dann gehen wir zu Hoogie Woogie, Leute. Wir sehen uns gleich. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich mache mich jetzt auch auf den Weg. Tschüss. So, Freunde, wir sind angekommen. Ihr habt das richtig gut gemacht. Ey, warum lobst du Rustik? Ey, wir werden ihn zerstören, oder? Nein, ich glaube, Stu wird gewinnen. Was redest du? Ich glaube, Stu wird wirklich gewinnen. Ja, meiner ist richtig cool. Meiner ist, ey, lass ihn, ja? Also, ihr habt jetzt die Autos versteckt und jetzt werdet ihr euch gegenseitig die Fotos zeigen. Okay, ist das wahr? Ja, ich würde dir jetzt das erste Location-Foto schicken und wenn du die Location gefunden hast, dann schicke ich dir auch die versteckten Autos. Yugi, weg von mir! Warum ist deiner so böse zu mir? Ey, Yugi, Yugi, wir werden ihn hops nehmen, oder? Ja, wir werden ihn richtig hops nehmen, Rustik. Oha, krass. Okay, dann zeig mir mal das Foto. Okay, ich schick's dir jetzt zu. Okay, Hoogie Woogie, lass uns mal die Fotos angucken. Oha, ein McDonald's. Warte, Ronald McDonald ist wieder da? Das ist doch nur die Illusion von damals, oder nicht? Aber dahin müssen wir anscheinend. Rustik, ich glaube, ich weiß, wo du die Autos versteckt hast.
Wo? Dann mach dich auf den Weg. Ich mach mich jetzt auch auf den Weg. Ja, mit was für Autos? Hagi Wagi, was hast du denn für mich? Hagi Wagi, bitte, gib mir was. Okay. Was sagst du, Hagi Wagi? Was willst du denn haben? Ja, du weißt schon. Gib mir etwas Spezielles. Okay, du kriegst das hier. Okay. Okay. Ciao. Ciao, ich hab leider kein Auto für dich. Du musst zu Fuß. Ja, ist in Ordnung. Wir sehen uns dann gleich drüben, Leute. Okay, tschüss. Okay, Freunde, hier sind auch die restlichen Fotos. Das Motorrad könnte wahrscheinlich am nähersten hier irgendwo sein. Aber hier ist das McDonald. Aber können wir überhaupt da reingehen? Ist hier noch Ronald McDonald, Leute, als wir die geilen Ronald McDonald Stories gehabt hatten? Hier muss doch irgendwo das Motorrad sein. Vielleicht finden wir auf gut Glück irgendwas anderes. Ich werde mal erstmal zu Fuß alles abchecken. Das eine ist irgendwo unterhalb in der Garage anscheinend. Rosik, hast du schon meins gefunden? Ja, ich bin jetzt bei der Location angekommen. Ganz einfach hier auf der Autobahn, diese ganze Industriegelände. Ja, ja, okay, Leute, Rusik weiß anscheinend auch, wo die Sache von uns versteckt sind. Aber, ich glaube, Rusiks Auto ist da oben, weil guckt euch mal hier diese Hintergründe an. Wie komme ich aber da hoch? Ich versuche mal zu Fuß. Also, seid ihr ehrlich, das Rocket-Auto ist über McDonald's, kann das sein, Bro? Nein! Weiß nicht, wo es ist. Das wäre so geil, wenn das hier wäre. Ich sag mal so, man findet es. Wenn man McDonald's findet, dann findet man auch das Auto. Ich hab das erste Auto gefunden, Bro. Let's go! Wie bist du da hochgekommen? Ja, mit dem Raketenantrieb. Geil, Leute. Ich habe das erste Auto gefunden. Wichtig. Ja, ich habe sogar extra ein bisschen so gepackt, dass man sieht. So ja, Ehre, auch. Digga. Das ist nice, Rusik. Aber ich glaube, dein Huhn wird ehrlich, richtig ich sauer. Ich hab den Bugatti auch gefunden, also den Lego Bugatti mit Boost. Ehrlich, wo war der? Ja, in so Kartons oder sowas. Da habe ich dir einfach geguckt, gesucht, bis ich Kartons finde und habe ich die gefunden. Du meinst die Paletten? Ja, Paletten, eigentlich. Ja, aber nice. Das Ding ist, bei mir war es sogar verbuggt. Der war in den Paletten drinnen. Das war eigentlich bei mir optisch besser. Ehrlich? Okay, cool. Komisch. Okay, ja, Leute, ich bin schon mal zufrieden. Ich mache mich mal kurz auf den Weg und hole das Auto da runter. Leute, mit dem Boost sind wir runtergekommen. Jetzt ist die Frage, können wir das Auto, das andere Auto von ihm irgendwo finden? Vielleicht auch in der Gasse dort. Das wäre zu krank. Aber wieso kann ich diese Autos nicht lenken? Was ist das? Ganz komisch. Hey Leute, lasst uns mal kurz da reingehen. Rusik, wie sieht's bei dir aus? Schon was gefunden? Nee, gerade aktuell nicht. Suche jetzt weiter halt. Fahr hier rum. Also die Frage ist, wo versteckst du dein BMW Hoogie Woogie Auto? Das würde ich liebend gern wissen. In irgendeiner Garage. Ist das hier vielleicht? Vielleicht. Ach was, hier könnte es gewesen sein. Aber das wäre zu einfach gewesen. Schade, okay, denk nach, Leute. Wo gibt es noch so eine Garage? Also so eine ähnliche kenne ich beim PD. Aber ich glaube nicht, ob das noch zählen würde, weil Würfelpark und PD. Kannst du mir einen Tipp geben? Ist das beim PD dort? Ich sag dir so, das PD ist schon viel zu weit weg. Also ich habe das niemals so weit versteckt. Okay, das hat sich irgendwie auch sarkastisch angehört, Bro. Nein, wirklich. Also bei mir ist alles recht in einem Radius. So. Okay, nice. Gut. Das heißt, irgendwo, wo es so eine Garage gibt. Wo gibt es denn bitte Stellen, wo diese Garagen aufgehen, Leute? Hättet ihr jetzt einen Plan, wüsstet ihr jetzt genau, okay, Stu, guck mal vielleicht dort XYZ den Platz dort an. Weil ich versuche gerade echt Garagen zu finden. Aber vielleicht sollte ich mich auch erstmal ums Motorrad kümmern. Oh, ich habe das nächste gefunden. Nein, das ist gar ich nicht. Ich habe die ganze Zeit nach einem weißen Zaun gesucht wegen dem versteckten Motorrad. Und hier ist so ein kleiner abgelegener Zaun gewesen weiterhin. Nein, geil. Da habe ich gefunden. Deswegen habe ich die ganze Zeit einen weißen Zaun gesucht. Nur weiße Zäune. Deswegen nutzt die Umgebung, mein Freundchen. Ja, ich mache das ja. Deshalb habe ich ja so schnell das erste Auto gefunden, weil ich gesehen habe, okay, weißer Untergrund. Also muss das irgendwo oben sein. Ich dachte sogar beim McDonald's-Haus, auf dem McDonald's-Haus. Und dann habe ich von oben einfach alles abgecheckt und das Auto gefunden. Diese Garage, Mann. Wo ist diese Garage? Ist das vielleicht beim Krankenhaus? Da ist auf jeden Fall ein blaues Auto. Ey, zieh Leine, Junge, geh weg. So, vielleicht das Motorrad. Das Motorrad ist irgendwo unten in so einer kleinen Gasse. Ach was, bin ich blöd? Warum gucke ich nicht unterm Würfelpark? Da muss es doch safe sein. Da gibt's doch safe diese Garage. Oder? Ja, let's go. Warum habe ich nicht vorhin dahin geguckt? Okay, wir parken ganz kurz. Ich will mal mit dem BMW fahren, Freunde. Das Auto hier mit dem Turbo macht hier ganz komische Faxen. Ein Motorrad müssen wir jetzt noch finden. Das Motorrad von Hoogie Woogie. Wo bist du? Das muss auch hier irgendwo in der Nähe sein. Bro, was brauchst du bei mir noch? Ich hab das Fahrzeug gefunden. Ich hab's gerade gefunden. Den BMW habe ich gerade gefunden. Ah, ein bisschen außerhalb. Also ich bin da übelst viele dieser komischen Tunnels durchgefahren und dann vorbeigefahren. Wirklich echt viele. Und dann endlich mal einen gefunden, wo es war. Let's go, Mann!
Mann, ich habe auch das letzte gefunden. Noch richtig gut in der Zeit. Was? Echt? Ja, ja, ich habe es gefunden, Bro. Let's go. Hast du alle jetzt gefunden? Ich habe alle gefunden. Oha. Ich habe alle gefunden. Na, dann würde ich mal sagen, wir bringen mal alle Autos zurück. Bis gleich. So, Freunde, Rustik ist anscheinend schon da mit allen Autos und seinem Motorrad. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen leider zu spät, glaube ich. Aber noch alles legitim in der Zeit. Hallo, Hugi Wugi. Sehr gut, Chiu, du hast alles zurückgebracht. Aber jetzt wird natürlich noch der letzte Kampf entschieden, wer der bessere Hugi Wugi-Fahrer ist. Okay, was heißt das? Rede mal mit dem von Rustik, der wird dir das erklären. Rustik, hörst du das? Wir sollen rüber zu deinem. Also, hört mir zu. Rustik, komm ruhig näher. Ich hoffe, du wirst das jetzt gewinnen. Aber Chiu muss richtig verlieren. Du musst Chiu fertig machen. Ihr werdet jetzt euch ein Auto auswählen oder ein Motorrad und werdet dann bis zum Würfelpark fahren. Der Erste, der dort angekommen ist, der ist der wahre Hugi-Wugi-Fahrer. Seid ihr bereit? Okay, Rustik, hast du das gehört? Wir sollen uns jetzt für eins aussuchen. Ich bin bereit, welches nimmst du? Bro, ich sag dir ehrlich, mit dem Rechten, das hat Turbo, das ist schnell, aber damit wirst du irgendwo gegen crashen. Ich sag dir ehrlich. Ich glaube, ich mach den smarten Move und nimm das Motorrad. Ich nehme das Motorrad. Ist ein smarter Move, ja? Okay, dann markier schon mal Würfelpark. Okay, ich markiere Würfelpark. Seid ihr bereit? Es geht los in 3 Sekunden. Wie, jetzt schon oder was? Rustik, bist du bereit? 3, 2, 1. Okay, let's go. Okay, wir sollen los. Rustik, mach bloß keine Faxen. Ich mach keine Faxen. Ich fahre hier sehr vorsichtig, aber guck mal, was ich jetzt mache einfach. Weißt du, was ich mache? Okay, kannst du ja machen. Und ich werde hier einfach geradeaus losfahren, Leute. Mal gucken, ob wir Rustik auf dem Weg sehen werden. Aber es geht hier um alles. Komm, 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 komm. Wow. Concentration. Sio, wie läuft's bei dir? Es läuft richtig gut, Bro. Ich bin echt zufrieden, dass ich mich hierfür entschieden habe. Hier nehmen wir natürlich nochmal eine Abkürzung. Die ganzen Abkürzungen. Guck mal, siehst du mich irgendwo fliegen? Und rüberjumpen. Wow. Ich sehe dich. Alter, was? Okay, jetzt will ich sehen, wie du das hier fixen wirst. Du bist halt schnell, aber du wirst halt die ganze Zeit crashen. Das ist der Unterschied. Und ich werde jetzt einfach richtig schön Gas geben. Let's go. Wo ist Signal? Bekommst du schon Angst? Guck mal, wie er da hinten da ist, Freunde. Ich sehe ihn einfach. Alles gut bei dir? Boah, bist du schnell, Bro. Du bist unnormal schnell. Oh mein Gott, bist du schnell. Du wirst eh gleich wieder irgendwo gegen crashen. Ja, und? Ah, da ist er, Freunde. Ich hab's genau gesehen. Die, ich bin weggecrashed. Diese Umdrehung, ich hab's gesehen, Leute. Freunde, ich bin komplett weggeflogen. Wie findet ihr bis jetzt das Format? Schreibt mal unten in die Kommentare, ob wir das weitermachen sollen. Und man muss sagen, Leute, Rustik hatte diese geile Idee. Also diese Idee ist wirklich gut, oder? Wo ist mega geil. Aber ich muss trotzdem Hugi Wugi. Ich muss Hugi Wugi Master werden. Du kommst gar nicht mehr hinterher, Leute. Er kommt gar nicht mehr hinterher. Ich weiß nicht, wo du bist, sag dir. Ich bin weiter. Ich hab dich relativ weit hinten gesehen. Jetzt sehe ich dich wieder. Nein, 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 da ist er, Leute. Jetzt komme ich wieder. Nein, 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 ich crashe. Ja! Nein, 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 ich bin doch da. Oh mein Gott. Hä? Ich bin da. Ich bin auch angekommen. Die Frage ist, wer ist jetzt schneller angekommen? Ich weiß es nicht, weil er in der Luft fliegt. Hä? Und wo ist Hugi Wugi? Hä? Komisch, wo sind die, Bro? Wer hat denn jetzt gewonnen? Ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Hab ich gewonnen? Ich weiß es auch nicht, Mann. Oha, Krankenwagen ist sogar hergekommen. Was sind das für... Ah, Alter, die haben sich gerade teleportiert und haben sich verwandelt. Komm mal her. Sehr gut, Chiu und Rustik. Aber wollt ihr wirklich wissen, wer gewonnen hat? Ja, ich will es auch wissen. Ich habe doch safe gewonnen, oder nicht? Ihr wart? Beide gut. Es sollte eigentlich nur einen Sieger geben, aber ihr seid gleichzeitig angekommen. Wie, was? Haben wir jetzt beide gewonnen, oder was? Was soll das heißen, Bro? Rustik, du hast nicht gewonnen. Hä, was ist das denn? Ey, ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht. Ist das jetzt unentschieden, oder was? Er ist eurer Meinung nach schneller angekommen, Leute. Das war wirklich für mich zeitgleich. Vielleicht haben die Hugi-Wugis recht. Die Leute in den Kommentaren sollen einfach abstimmen. Ja, okay, dann machen wir das so. Freunde, schreibt mal unten in die Kommentare eure Meinung, wer wirklich schneller war. Ihr werdet das in der Aufnahme eh sehen. Vielleicht, Rustik, ich sag mal so, wir sehen das ja dann auch in der Aufnahme, wer wirklich gewonnen hat. Okay? Hey, dieser Hugi-Wugi regt mich hier auf. Weg mit dir. Was hast du da gemacht? Warum machst du das? Leute, schreibt unten eure Meinung rein in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.